Besuch und er hat bei Lufthansa einen super Schnäppchenflug gefunden. Und der Trick war, du hast bezahlt 349 Euro von München nach New York und zurück. Wieder zurück. Und dann da ist was passiert und das hat dir super Punkte gebracht oder Meilen, 30.000 Meilen. 30.000 Meilen, ein Upgrade in die Business Class. Und du hast die 30.000 für ein Upgrade in die Business Class. Erzähl nochmal, was da passiert ist und du hast dich dann beschwert. Und ja, eigentlich wäre ich im Oktober schon geflogen nach New York und da gab es ein paar Probleme, dass da quasi der Chatbot oder der E-Mail-Bot nicht ausgelöst hat. Und da habe ich mich natürlich beschwert, dass ich die E-Mail oder die haben meinen Flug da halt storniert für Oktober. Und ja, da gab es ein paar Probleme mit der Zahlung, weil die halt meine Bankverbindung nicht kannten, weil das halt eine neue Bank noch war, die N26 Bank. Und ja, habe ich da mehrmals angerufen und mit der Führung gesprochen, warum das nicht funktioniert hat. Und dann stellte sich raus, dass der E-Mail-Bot da nicht funktionierte. Und ja, Ende vom Lied war, dass ich entweder neu buchen konnte für 349 Euro, wenn ich wollte. Es hat ein bisschen funktioniert mit den Airbnb-Buchungen. Deswegen hatte ich vorher schon direkt gebucht für Dezember den Flug für 349 Euro und hatte denen halt gesagt, dass ich entweder ein Upgrade in die Business wollte oder halt Meilen. Und dann wurden mir 5.000 Meilen angeboten. Das war mir natürlich zu wenig und habe 5.000 Meilen haben sie dir angeboten. ja, genau, Ja. denn jetzt Habe ich mir gewartet. mit Oh, nicht schlecht. danach halt Ja, durch mehrfache Werbe. Nachfrage 30.000 gekriegt dann. Oh ja, so ist besser. Ja, Ach okay, da, und genau. das Mikrofon. Hehehe. Hier, der Finger, look, hier. Wo? Hier, ja. Ja, ist die Qualität jetzt besser? Müsste besser sein. I Ich think glaube, so. dein Finger war auf dem Mikrofon. Oh Ne? ja, ich Ja. glaube. Also die haben dir ja 5.000, die wollen den billigen Jakob machen. Ne? Ja, genau. Und dann haben die Schön gedacht, du bist stark. so doof. Ja, nicht beschweren. Und dann haben sie gesagt, sie kommen da aus der Nummer raus, haben sich aber falsch gedacht. Weil 5.000 klingt gut, Das aber ist das hat nichts. gar nicht, das ist ja Das das. ist Telekom. Da kriegt man ja bei der SIM-Karte schon. Da kriegst du noch nicht mal einen Joghurt für, Nee, oder? da kriegt man nicht mal. Da kriegt man gar nichts dafür eigentlich. 5.000 Euro. Ja. Da kann man sich, was kriegt man dafür? Bist du, ja. You need a Okay. revolver. Ja, okay. Ich weiß gar nicht, was man dafür kriegt. Ein Wasser vielleicht. Wasser? Ja. Ach nee, man kriegt eine Stunde Internet während des Fluges für 5.000 Meilen. Ja? Ja, das Okay. kriegt man. Das ist ein Witz. Also dann hast du also du einen Flug gebucht für 350 Euro im Prinzip. Ja, genau. Mit Business Class Rückflug. Ja, Das ist super. das ist Und gute dann, Dinge. dann hast du Airbnb gemacht. Airbnb, ganz genau. Ja, erzähle, was hast du für eine Woche in New York? Wall Airbnb, Street, Airbnb Luxus? wohne ich jetzt direkt an der Wall Street, in der Nähe von Tim, wenn man so will. Und ja, das ist ein sehr schönes Kondominium, wenn man das so nennen darf. Ich darf das Frühstück da benutzen und Fitnesscenter und Rooftop. Und ja, bin fast immer allein in der Wohnung, weil derjenige sehr im Sklaventum ist. Von morgens bis abends arbeitet. Für eine Bank, für die Ja, UBS-Bank. genau. Und er zahlt wie viel Miete? 8.000 Euro umgerechnet für das schöne Apartment und ich zahle schlappe 400 für die Woche, also 400 Euro, genau. 400 Euro für eine ganze Woche. Ja. Und, aber der Typ ist nett. Der Typ ist nett, ist zwar ein Zimmer ohne Fenster Oh und klein, aber das ist mir jetzt auch egal, weil ich gehe dann nur zum Schlafen rein und da ist auch kein Tisch drin, ist da quasi ein Gefängnis. Aber da wohnt sonst eine Person ihr Leben lang quasi und ist jetzt da nicht drin. Also es könnte So. schlimmer sein. Ja, und also das war ein Schnäppchen dann. Und dann erzähl mal, in Deutschland, du lebst in München, du arbeitest in der IT Genau. und du machst jetzt noch eine Ausbildung, du willst da weiterkommen beruflich. Ganz genau. Also ich wohne sonst in München, in der Nähe der Hackerbrücke, wenn das jemandem was sagt. In der WG. In einer WG, genau. Ist eine schöne WG, wenn man so will. Wir teilen uns quasi die komplette Miete. 600. 600 Euro genau für alles, wenn man so will. Und ja, könnte man billiger kriegen, aber ich wollte halt ohne Auto leben und deswegen eine Stammstrecke vor mir haben. Das Mindeste, was ich bezahlen musste. Und ja, IT-Spezialist bin ich im Automotive-Bereich, ist ja gerade da in Bayern
sehr gut und dass für die IT-Security ein Boom-Sektor der nächsten Jahre. Und wann fängst du dann an mit der Karriereleiter dann? Ich bin ja schon dabei, in der Karriereleiter auszusteigen. Ich bin Junior aktuell in der Karriereposition. Das heißt, ich arbeite aktuell schon Vollzeit. Nebenbei studiere ich noch fleißig, damit ich meine Sparraten noch weiter erhöhen kann und noch mehr Geld reinpumpen kann in die Sparpläne und in die ETFs, die bereits schon laufen. Du hast zwei Sparpläne? Ja, genau. Zwei Sparpläne. Einmal in ETFs und einmal in Einzelaktien. Und welche ETFs hast du? Du hast World, was super ist eigentlich. Ja, genau. Welcher ist das dann? Die ETFs habe ich ganz locker gemacht. Das ist der ETF Emerging Markets von ComStage und der ETF World von ComStage, genau. Und Kosten? Kosten sind, glaube ich, auch ganz gering. 0,3? Ich die Freiheiten kann bei Flatex, genau. Achso, die Orderkosten sind gratis? Die sind gratis. Und, dann und die Managementgebühr? 0,3 oder sowas, die sind okay. Genau. Und dann hast du Einzelaktien auch? Einzelaktien auch, genau. Zum Beispiel? So. Im Sparplan sind nur die drin, die mir aktuell zu teuer sind. Und sonst, also das ist Facebook, Amazon. Obwohl Facebook ist nicht drin, die kaufe ich noch selber. Aber es ist Google, es sind, was ist da noch drin? Halt alle diese, die großen Unternehmen momentan, die will ich per Sparplan besparen, weil ich die interessant finde, aber momentan ja, einfach zu wachstumsintensiv sind. Die Fang-Aktien hättest du gerne. Genau. Facebook, Amazon. Genau, also die bespart per Sparplan, weil ich die auch so sicher finde. Und sonst lege ich quasi immer noch was zurück. Immer wenn ich 1000 Euro habe, mache ich eine Tranche quasi. Weil ich finde, ab 1000 Euro kann man ein solides Investment in Einzelaktien. In einer Firma dann? In eine Firma, genau. Und dann machst du die Order über Flattex oder über DeGiro? Oder über DeGiro oder kommen direkt. Kommen direkt? Und die Kosten gehen? Die Kosten gehen da, genau. Ich finde, bei DeGiro sind die bisschen besser, fast gar nichts da, ist ja ein Discount-Broker, sehr zu empfehlen auch, genau. Und dein Girokonto, willst du das noch empfehlen, wo bist du? Ja, das Girokonto ist auch sehr zu empfehlen, wer sich mit Internetbanken sehr gut zurechtfinden oder das sehr mag, kann ich die N26 Bank empfehlen. N26, genau. Für Cellphone-Smartphone? Ja, mit Cellphones, genau, kein, Hackmack. Keine Bank mehr. Also es ist zwar, die haben ihre eigene Banklizenz, aber kein Hackmeck mehr mit irgendwelchen Kontoauszügen abholen oder Geldautomaten suchen oder so. Wo kannst du das Geld abheben? Überall, an jedem Automaten kostenlos. 5-mal aber nur, das muss man dazu sagen. Ich bin ja eh einer, ich zahle alles mit Karte, vom Kaffee bis zum mit Kreditkarte? Einkaufen mit Kreditkarte. Aber welche also, hast du? Eine Debit, die ist da mit bei. Das heißt, es geht von deinem Konto innerhalb von einer Sekunde ab. Aber da gibt es ja den Trick, da gibt es ja psychologische Studien zu, die sagen, Cash zahlen ist am besten, du gibst weniger aus, weil du realisierst, die Kohle, die weggeht, du siehst das und du musst das anfassen, die Scheine und so. Ja, genau, aber dieses Problem habe ich halt nicht, das heißt, sobald ich die Karte quasi benutze, geht auf mein Handy sofort kling. Und dann guckst du nochmal drauf. Dann sehe ich sofort oben irgendwo 30 Euro abgebucht und auf mein Konto ist halt die Summe weniger. Und deine Sparquote ist ja 70%, das ist ja exzellent. Das heißt, ich nehme quasi nur Miete, meine Kosten für Studium, was ich ja nebenbei mache, die sind ja auch sehr hoch quasi und halt die Lebensmittel, was jeder so hat und der Rest kommt quasi weg aufs Konto. Und du nimmst das Essen mit zur Arbeit? Ja, genau. Essen wird vorher gekocht natürlich, einen Tag vorher, bevor ich mal zur Arbeit gehe. Und das sehr gesund? Sehr gesund. Viel Salate? Viel Gemüse, viel Obst, vorwiegend vegetarisch, darf natürlich immer Fleisch oder Fisch sein. Und ja, Deutschland ist da ja sehr preiswert eigentlich, wenn man das bei Aldi oder Lidl einkauft und nicht zu Rewe oder zu sonstigen Alnatura-Läden geht. Da kann man auch sich mal Bio-Sachen gönnen. Das ist da gar kein Thema. Und man muss eigentlich auf nichts verzichten oder so oder sich da einschränken. Das klappt eigentlich alles wunderbar. Und deine Karriere finde ich so super. Erzähl mal, was du hast Hauptschule gemacht und dann ging es immer weiter nach oben. Ja, genau. Ich habe damals mal die schöne Hauptschule besucht und war auch da mal einmal kein sehr netter Schüler oder kein sehr guter Schüler und habe dann irgendwann gemerkt, das ist aber nicht so interessant, wenn man dann immer schlecht ist oder schlechte Noten hat, habe den Dir gut abgeschlossen, dann auch mal die Realschule nochmal besucht, die auch dann abgeschlossen und dann habe ich danach die Lehre bekommen bei einer Stadtverwaltung, habe den Informatikkaufmann gemacht, habe dann so festgestellt, immer dasselbe machen oder Druckerpatronen auswechseln ist leider langweilig. Ja, wirklich nichts Besonderes und
Ja, habe dann mich dann entschlossen, nochmal die Schulform der Fachhochschulreife nachzuholen und die dann auch gemacht und habe danach dann quasi meine erste richtige Arbeit angestoßen und bin dafür vom schönen Niedersachsen runtergezogen ins München, nach München und habe dann da gearbeitet und habe dann sofort auch nebenbei studiert, weil für mich immer wichtig war, ich möchte kein Student sein, irgendwie im studentischen Leben, von keinem richtigen Geld abhängig zu sein oder kein Geld zu haben und dann irgendwie nebenbei zu arbeiten, sondern ich möchte mich sofort auf meinen Bereich konzentrieren, der IT-Security, ich wusste das schon da und in der IT-Security auch arbeiten, deswegen habe ich das versucht, so schnell wie möglich da reinzukommen, um den vollen Purpose auf diesen Bereich zu bekommen, genau. Super, immer nach oben, immer nach angestrengt, genau. Gasse heben. Und das soll auch immer noch so weitergehen, dann, dass der Bereich dann nicht ausstirbt und wie gesagt, das ist ja nur der Anfang und es geht noch weiter. Und dann bildest du, liest viel Bücher, ja, du genau. Hast den Zittelmann erwähnt. Den, Zittelmann ist einer meiner Lieblingsautoren und dann... Welches Buch nochmal? Reich werden und bleiben, ja. Dann Züge für die Superreichen ist ja zu empfehlen. Von ihm? Von ihm, genau. Und dann hast du noch erwähnt den Tim Ferriss? Tim Ferriss, sein Ratgeber. Überreiche? Ja genau, 4 Stunden Woche, 4 Stunden Körper und sein Buch, ich weiß jetzt den genauen Namen nicht, das ist ein roter Einband, ist aber auch bei Amazon zu finden als Bestseller und wie gesagt... Die über die Reichen, genau. Wie die Reichen leben, ja. Was sie essen. Genau, es behandelt eigentlich so die ganzen Interviews, die er geführt hat. Wie die halt so leben, die ganzen erfolgreichen Reichen. Und du hast gesagt, die essen überwiegend vegetarisch viele, oder häufig, ja. Genau, viele essen halt überwiegend pflanzlich und sehr gesund. Ja, und er ist exzellent, muss ich sagen, 70% Sparquote, das ist vorbildlich. Ja. Und dann, ach so, ja, du kaufst deine Kleidung gebraucht. Ja, genau. Da habe ich auch was dazugelernt. Ja, erzähl mal, in Deutschland ist ja das einfacher, ich weiß nicht, ob die Zuschauer das auch kennen, das ist ja Kleiderkreisel oder... eBay Kleinanzeigen, eBay, da kann man selbst Markensachen ganz günstig. Aber das ist jetzt nicht so, man kriegt halt nicht die aktuelle Saisonmode, das muss einem klar sein. Aber man kriegt halt die Sachen, man kann da auch Parfüms kaufen, kaufe ich da zum Beispiel auch. Die sind dann halt angebrochen, aber wie gesagt, wenn ein Parfüm 50 Euro kostet, dann kostet es da 30 oder so eine Sachen. Das macht halt Spaß, finde ich, weil man kriegt immer die Sachen, aber die sind dann halt angebrochen. Aber ist ja weniger schlimm. Und die Seiten heißen nochmal, kannst du nochmal wiederholen, wo du kaufst? Oder eBay? Kleiderkreise, eBay Kleinanzeigen. Okay. eBay. Okay. Hast du noch einen Tipp, wie kann man Geld sparen, wie kann man mehr verdienen und nicht Sklave sein? Schickeria, du willst nicht Teil der Schickeria ja, sein. Schickeria, du hast kein Auto, du hast zu deinem Chef gesagt, du willst kein Firmenfahrzeug, weil du 1% versteuern müsstest. Ja, genau. Also, man also du hast stattdessen eine Gehaltserhöhung gekriegt, eine kleine, oder versucht auszuhandeln. Genau. Und was noch? Was für Tipps hast du noch? Also die wichtigsten Tipps sind eigentlich, man muss anders sein, das ist sehr, sehr wichtig. Dir macht das nichts aus? Nee, man muss nicht der Masse hinterher rennen, das ist auch so wichtig. Das heißt, wenn andere Leute jeden Tag Primark gehen oder jeden Tag ins Restaurant oder so, dann muss man dann nicht mithalten. Oder wenn alle bei der Weihnachtsfeier irgendwas Teures bestellen, muss man das auch nicht unbedingt machen, wenn man das nicht unbedingt will. Dann muss man, wenn man ein Ziel hat oder das Ziel hat, irgendwie erfolgreich zu werden, soll man das auch unbedingt machen. Und auf jeden Fall in Bildung investieren, egal wie teuer Bildung ist, Studium oder so, ob das jetzt 300, 400 Euro kostet, dann ist zwar die Sparrate weniger, aber das sollte man auf jeden Fall machen, weil der Human-Input oder was danach rauskommt, das ist mehr wert als alles andere, finde ich, oder ist meine Meinung. Und ja, besondere Spartipps finde ich, man sollte nicht scheu vor Discountern verlieren, weil die deutschen Discounter sind wirklich sehr, sehr gut. Der Kant hier? Mm-mm. Oh. Ja, you had it on here, huh? Nein. Ja, das sind so meine Spartipps. Ja, okay. Ja, okay, dann bedanke ich mich. Dekant hier. Okay. Muss ich mal gucken. Show. Nicht zu hören. Ist gut, da waren wir.
das Mikrofon. Doch, es geht. Es geht wieder. Jesko, du warst hier auf dem Mikrofon. Nein. Ja, hier. Aber nochmal ganz kurz. Also du hast gesagt, keine Scheu zu haben vor anders zu sein, nicht der Masse zu folgen, selber kochen, frisch kochen und kein Auto zu haben in der Großstadt. Das braucht man dann nicht, ne? Ja. Und was noch? Also was hatten wir? Also wir hatten gesagt, aufpassen beim Flug. Also frühzeitig buchen, ja vorher buchen. Hast genau. du gesagt als Tipp, also dann kriegst du super günstige Flüge. Airbnb, kein Hotel. Airbnb nutzen, ja. Man muss halt die Flüge schauen, dass man das macht. Man kann auch Direktflüge nehmen. Ich würde nicht immer so Konsumpreisvergleich machen, das heißt nicht immer gucken, wo ich das billiger kriege oder das billiger kriege oder das billiger, sondern gezielt schauen, wenn ich das kriege, sondern ja, das sind halt so die wichtigsten Tipps. Also gebrauchte Sachen kaufen, keine Angst haben, keine Scheu haben vor Gebrauch, auch Kleidung, kein Problem. Das hat die meisten Sachen sind gar nicht getragen worden. Die sind eh neu quasi, das sind meistens nur kein Etikett mehr dran oder sonstige Sachen, von daher ist das gar kein Problem. Ja. Weil die Konsumgesellschaft heute ja schon so weit, dass sie das sich einfach nur hinhängen oder einmal anziehen für einen Geburtstag oder für... Und dann schmeißt es ins Eck, hängen auf. Ja, oder wird dann später gleich wieder weggeschmissen oder können. Dann ist der Winter vorbei. Das ist gerade bei Winterjacken so der Fall. Gerade wenn man in Deutschland halt gar keinen richtigen Winter hatte, was wir die letzten Jahre ja hatten, dann kommen die halt in den Schrank. Und dann hat man 600, 700 Euro im Schrank hängen. Und nächstes Jahr ist das leider nicht mehr so viel wert. Und dann, ja, kann man dazu schlagen. Und dann ist dein Tipp auch Gas geben der Karriere, auch total anstrengend, Ausbildung machen. Und Weiterbildung und Uni. Viel lesen, dann. Viel Videos schauen, alle Weiterbildungsportale nutzen, gerade in der heutigen Zeit. Es gibt so viel kostenlose Bildung, ob das MOOCs sind, also massiv Online-Kurse, ob das... Wer bietet die an? MOOCs? Das machen teilweise Uni, das hast du ja auch schon mal geschrieben, ja, von ja. Stanford, von NYU, das macht die deutsche HPI, das machen große Anbieter. Das ist wirklich gute, gute Bildung, die man da kriegt. Für gratis. Für gratis. Es gibt bei YouTube so viele Sachen. Es gibt gratis Bücher im Internet. Es gibt im Programmiererbereich, man kann in GitHub so viel lesen. Man kann, es gibt so viel Bildung, die ist gratis und man sollte das alles wirklich nutzen. Auch geht es um die Zufriedenheit, nicht nur Humankapital und Erhöhung deines Einkommens, sondern man fühlt sich auch besser, wenn man lernt. Man fühlt sich besser und viele Leute schätzen das denn, wenn man so viel Wissen denn hat oder sich da gut artikulieren kann in diesem Bereich, genau. Und dann Gesundheit achtest du auch drauf? Genau. Du machst viel Sport oder was machst du? Sport bleibt leider ein bisschen hängen aufgrund der wenig Zeit, aber dann versuche ich, sagen wir, die Woche von 5 Uhr bis 6 Uhr vor der Arbeit noch zu gehen. Was machst du in Fitnessstudio? Fitness, genau. Okay. Was muss man googeln für die Online-Kurse? Was würdest du googeln, hat hier jemand eine Frage? Ich weiß halt nicht, was die Themen sind. Ich bin ja im IT-Feld unterwegs. Was googelst du dann? Dann gebe ich halt die Bereiche ein. Zum Beispiel bei mir war es jetzt immer Algorithmic Data Engineering oder so. Das kann man eigentlich eingeben. Da gibt es auch MOOCs, also Massiv Open Online Kurs. M-O-O? Massiv Open Online, also MOOCs heißen die. Und da gibt es so Suchmaschinen im Internet. Open HPI ist für den Bereich Informatik zuständig. Ich bin jetzt ein bisschen eingeschränkt im Bereich der Informatik. Gibt es aber vor allem Medizin, gibt es das für sämtliche. Ich weiß halt nur jetzt die Seiten für die einzelnen Bereiche leider nicht. Und dann hast du gesagt, weil man Gas geben, Job, aber trotzdem kein Arbeitssklave sein, wie der, der jetzt die an dich vermietet, der bei der UBS arbeitet. Nee. Der geht morgens ganz früh raus. Also ich finde, man sollte immer Eigenentscheidungen haben und nicht so abhängig sein vom Unternehmen. Das heißt, man sollte nicht so ein Sklave und sich versklaven lassen. Das heißt, man sollte auch noch sein Leben haben und nicht von morgens bis morgens quasi im Unternehmen sein und nur arbeiten, damit man sich die Wohnung irgendwie an einer besonderen Adresse leisten kann und einmal im Jahr in den teuersten Urlaub fliegen kann und teure Markenklamotten, sondern man sollte arbeiten, weil es einem wirklich Spaß macht, weil man den Purpose dahinter sieht und weil es wirklich top ist, was man da macht und weil das Geld bringt und weil man davon sich das Leben lassen kann. Das macht ja keinen Sinn. Und bei der Miete auch sparen, nicht so wie der Kollege $8,000 bezahlt für die Mietwohnung. Ja, das ist ja mir egal quasi, das ist ja sein Pech, wenn er da wohnt. Ja, ich glaube, da kann man viel sparen. Okay,
Dann vielen Dank. Ja, sorry für den Ton, für die Tonqualität. Also da muss ich nochmal meine Hausaufgaben machen. Okay. Danke, mach's gut. Danke. Ja. Das war mit dem Ton.